Prinz Harry, Charles und Kates Krebsdiagnosen haben unerwartete Folgen. Prinz Harry will und kann nicht länger die Füße stillhalten. Er plant derzeit angeblich eine lange Englandreise, um sich endlich mit seiner Familie aussprechen zu können. Meghan jedoch wird ihn nicht begleiten. Harry plant längeren Englandaufenthalt, er will sich endlich mit seiner Familie versöhnen. Prinz Harry, 39, will sich nach Jahren des Streits endlich mit seiner Familie versöhnen. Dafür plant der Exilprinz angeblich gerade eine längere Reise nach England. Noch in diesem Sommer möchte er in seine Heimat zurückkehren. Harry möchte unbedingt nach Hause, um seinen Vater zu sehen, seine Freunde zu seinem Geburtstag im September zu treffen und auch seine Tante, Prinzessin Anne, zu besuchen, weiß ein Insider. Sein Hauptanliegen aber ist die Versöhnung mit seiner Familie. Er sei überzeugt davon, dass er durch einen längeren Aufenthalt in Großbritannien eine bessere Chance hat, sich wieder mit seiner Familie zu verbinden, so eine weitere Quelle. Hauptgrund für Harrys Wunsch nach einer Versöhnung sind die Krebserkrankungen von Kate, 42, und Charles, 75, die ihn sehr erschüttert haben sollen. Er möchte für die beiden da sein, und zwar vor Ort. Zudem wünscht sich Harry, dass Lilibet und Archie mit ihren Cousins und ihrer Cousine aufwachsen. Harrys und Williams, 42, Kinder kennen sich kaum. Das soll sich jetzt ändern. Und auch die Sehnsucht nach William ist riesig. Schon seit Monaten versucht Harry, sich mit ihm auszusprechen, William jedoch soll komplett abblocken. Zu groß ist die Enttäuschung und das Misstrauen nach Harrys vielen Anschuldigungen. Ob eine räumliche Nähe die Brüder auch endlich wieder emotional näher bringen kann? England-Rückkehr ohne Meghan, sie hat keine Zeit. Es ist ein steiniger Weg, der Harry da bevorsteht. Seine Reise nach England wird er aber wohl ohne Meghan, 42, antreten müssen, die sich eine Versöhnung mit den Royals weitaus weniger wünschen soll. Sie respektiert, dass Harry aus praktischen und emotionalen Gründen in seine Heimat zurückkehren muss, aber das bedeutet nicht, dass sie mit ihm gehen wird, erklärt ein Insider. Dazu kommt, dass Meghan sehr beschäftigt ist. Sie hat viel zu viel zu tun mit der Marke und ihre neuen Kochshow und muss sich auch noch um die Kinder kümmern, so Insider. Für Meghan eine willkommene Ausrede, schließlich ist sie in England nicht gerade beliebt. Ein Insider weiß, das Letzte, was sie gebrauchen kann, ist der Stress, zurück nach Großbritannien zu gehen, wo sie befürchtet, in der Öffentlichkeit wieder angefeindet zu werden, was sie als unglaublich schmerzhaft empfindet. Harry soll diese Entscheidung ganz recht sein. Er sorgt sich um die Sicherheit seiner Frau und möchte ihr weitere negative Schlagzeilen der britischen Presse ersparen, wie er in seiner neuen Doku erklärt. Verwendete Quellen, Klasse, Daily Mail.